So, hallo liebe Freunde. Nach dem kleinen Intro geht's jetzt weiter mit dem zweiten Video. Und hier geht's jetzt konkret um die Methode des Biointensive Farming. Und dort werde ich die ganzen Schritte konkret kurz beschreiben. Es wird aber jetzt nicht darum gehen, in der Praxis, wie ihr die speziellen Pflanzen anbaut. Das wäre viel zu aufwendig und da müsst ihr euch Bücher kaufen zu den einzelnen Sorten und so weiter. Hier geht es eigentlich nur um die Methode. Ich möchte euch mal eine Idee geben. Ja, wie ihr es schaffen könnt, auf Glanz der Fläche frisches und gute Lebensmittel anzubauen. Und wenn ihr es richtig plant, könnt ihr sogar eure gesamte Nahrung fürs ganze Jahr auf ein paar hundert Quadratmeter anbauen. Genau, und ich hatte ja, genau, ich habe halt, es gibt halt Institutionen in Amerika, die haben diese Methode 50 Jahre studiert und Experimente gemacht und ich habe mir halt alle Informationen, das waren ziemlich viel, mehr als 30 E-Bücher, habe ich mir komplett durchgelesen, ist noch viel detaillierter. Ich habe jetzt mal hier so einen Überblick für euch verschaffen, diese Präsentation. Und ich plane, es ist noch nicht 100% sicher, aber ich plane, wenn ich genommen werde, im nächsten Jahr ein halbes Jahr in die USA zu gehen und mich exakt sehr intensiv nach dieser Methode nochmal mehr praktisch ausbilden zu lassen. Falls es nicht klappt, dann werde ich es einfach selbst anfangen. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, aber macht nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber jetzt fangen wir mal kurz an mit der Methode. Genau, 9 Schritte habe ich jetzt mal so für mich aufgefasst. Das erste ist die tiefe Bodenbearbeitung. Das zweite ist enges Pflanzen. Das dritte ist Kompost. Das vierte ist das 60-30-10 Struktur. Das fünfte ist Vorpflanzen. Das sechste ist Mischkultur. Das siebte ist die eigene Samenproduktion. Das achte Wasser. Und das neunte ein gesamtes System, beziehungsweise ich sag jetzt mal Schädlingskontrolle. Ja. Jetzt. So, fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Das erste ist jetzt nichts Neues. Das wurde schon in Frankreich, und zwar während dem Zweiten Weltkriegs, wurde es angewandt, aus Not heraus, weil die Menschen halt, ja, wie gesagt, nichts zu essen hatten. Aber kommen wir gleich dazu. Und diese Methode wurde dann irgendwann nach Amerika gebracht von einem Mann namens Alan Chadwick. Kann man sich mal YouTube-Video anschauen, sehr interessant. Das war ein Engländer, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hatte. Und der war der Meinung, die einzige Methode, um zukünftige Kriege zu vermeiden, wird es sein, die Erde wieder zu einem Garten zu machen. Oh, und genau, und uns praktisch mehr dezentralisieren wieder. Im Moment haben wir alles, bekommen wir immer mehr Kontrolle von Regierungen, einzelnen großen Konzernen, wie zum Beispiel mit dem, dass Konzerne uns Patente auf Saatgut wollen. Das ist auch jetzt aber ein anderes Thema. Ja, fangen wir mal an. Also, wir werden in dieser Methode die Erde 60 Zentimeter, also ungefähr 2 Spaten tief, lockern, vorbereiten. Das ist viel Arbeit. Wenn man jetzt Böden hat mit viel Gestein, und also für einen 10 Quadratmeter Beet, das vorzubereiten, da braucht man schon einige Stunden.
diese Arbeit muss einmal gemacht werden. Das ist das, wahrscheinlich ist das Schwierigste, das Schlimmste von der ganzen Sache. Aber wenn es einmal angerichtet, hat man nur Vorteile. Und genau, und die erste Schicht, die wird mit einer Schaufel, Grabe, mit einer Spaten oder Schaufel ausgehoben und wird dann nebendran gesetzt. Und danach wird die zweite Ebene, also die zweiten 3 cm, werden mit einer, so mit einer Grabegabel, werden die ebenfalls gelockert. Und genau, und dann wird mit der zweiten Schicht weiter, also mit der zweiten Reihe weitergemacht, wie Bildern gesehen. Und die zweite Reihe wird dann in die erste geschaufelt, da wird wieder die untere Ebene gelockert, mit der Gabel und so weiter, bis man das komplette Beet vorbereitet hat. Und natürlich wird bei der Beetvorbereitung wird da schon Kompost für die Erde wird da schon zugeführt von Anfang an. Kann sein, dass man das im ersten Jahr kaufen muss. Ab dann ist man praktisch autark, weil man das selber anbauen kann. Warum machen wir das? Ganz einfach, wenn wir die Erde lockern, dann können die Pflanzen die Erde viel einfacher durchkreuzen und die Nährstoffe gelangen einfacher in die Blätter und Stängel. Und ja, im Gegensatz, wenn man das chemisch vorbereitet, wenn man die Erde chemisch vorbereitet, dann wird das Pflanzenwachstum erstmal unterbrochen kurz und ist auch nachgewiesen, dass die Pflanzen dann mehr Kohlenhydrate anstelle von Eiweiß produzieren. Und wegen dieser Tatsache ist auch nachgewiesen, dass die Pflanzen anfälliger für Insekten und Krankheiten sind. Also so ein Todeszyklus beginnt. Und ganz, ganz wichtig, also nach der Bearbeitung wird man viel, viel weniger Zeit brauchen, sich um sein Beet zu kümmern. Also man kann so ein 20 Quadratmeter Beet kann man mit einer halben Stunde pro Tag kann man sein ganzes Gemüse wie Salat anbauen für ein ganzes Jahr. Und ja, diese Beete werden auch Lazy Beds, also faule Beete in Irland genannt. Also einmal viel Arbeit, danach weniger Arbeit. Das mal kurz dazu. Und macht direkt gleich. Und genau, diese erste Sache hat auch indirekt Einfluss auf die zweite Sache, nämlich das enge Bepflanzen. Und da wir die Erde viel tiefer bearbeiten, können wir die Pflanzen auch deutlich, deutlich enger setzen. Also wir werden die Pflanzen nicht in einer Reihe pflanzen, wir werden die in einem Dreieck diagonal werden wir die pflanzen. Hier unten in dem Netz, also praktisch ein Netz ist praktisch für einen Samen, immer so in einem Dreieckmuster. Und auf jeden Fall viel enger als genau, als in Reihen. Und diese Abstände zwischen den einzelnen Längen des Dreiecks sind immer gleich. Gut, und abgesehen, dass man mehr Pflanzen auf weniger Fläche hat, das ist übrigens auch der Grund, warum wir deutlich höhere Erträge haben als mit einer konventionellen Methode. Das ist genau die Erklärung, also macht sehr, sehr viel Sinn. Wir haben dann noch viele weitere Vorteile. Also die Pflanzen sollten so eng bepflanzt werden, dass sich die Blätter gerade so berühren. Und dadurch werden wir ja, haben wir praktisch so ein lebendiges System. Wie in einem Wald ist ja auch alles eng. Und hat man jetzt so eine Pflanze auf dem Feld, hat man einen riesigen Abstand, ist das ja weniger natürlich. Und so haben wir praktisch so ein lebenden Mulch. Und dadurch werden wir auch viel, viel weniger Unkraut haben. Logischerweise, weil das Unkraut hat keinen Platz, sich auszubreiten. Also haben wir jetzt viel, viel Zeit gespart, genau. Außerdem werden wir den Boden, die Böden schützen.
Aufgrund der Beschattung, also die Boden werden viel, viel weniger austrocknen. Und ja, und wir sorgen auch praktisch für ein ununterbrochenes Wachstum immer wieder in diesem ganzen System. Und die Distanzen, da haben andere vorhin schon die Tests gemacht. Da kann ich euch ein Buch empfehlen. Und da würde ich, wenn ihr jetzt anfangen würde, würde ich 2/3 nach den empfohlenen Vorgaben, nach den Tests, würde ich anbauen. Und 1/3 würde ich dann testen, mal weniger, mal mehr. Um, da es ja vielleicht sein könnte, dass in eurer Region, dass da Unterschiede gibt. Ja, das zum Thema Closed Spacing. Und hier seht ihr jetzt mal, oh, das war zu weit. Das war von mir. Hatte ich mal einen Plan gemacht. Links seht ihr jetzt für Kartoffeln, seht ihr jetzt einen Anbauplan in Reihen. Nach den empfohlenen Distanzen in Reihen. Und rechts seht ihr jetzt die Distanzen, also nach diesem neuen, nach dieser neuen Methode, wenn man das Beet tief bearbeitet, wenn man die Pflanzen im Dreieck pflanzt. Da haben wir jetzt hier einen Reihenabstand von 0,3 Meter und zwischendrin 0,6 Meter zur nächsten Reihe. Und in dem Diagonal haben wir immer 0,25 Meter Abstand. Und die Erträge sind viel, viel höher. Das mal so als Einblick von so einem Plan. Also das sind die zwei Kernelemente. Also tiefe Bodenbearbeitung und viel engeres Pflanzen. Das ist schon mal das Erste. Aber das reicht natürlich noch nicht, um ein autarkes System zu bekommen. Da hat man zwar höhere Erträge, aber wenn man das nur alleine macht, dann werden die, haben wir natürlich, ist das kurzfristig gut, aber natürlich langfristig noch nicht genug. Und eine extrem wichtige Sache, ja, um Langfristigkeit zu erhalten, wird Kompost sein. Ganz klar, Tiere und Pflanzen sterben und verrotten. Und die Verrottungsprozess werden wir Spurenelemente recyceln. Genau. Und wir haben drei Formen von Kompost. Einmal flüssiger Kompost, also was vor allem früher gab in den Bauern mit den von den Tieren, Pferden vor allen Dingen. Und dann haben wir Kompostbehälter, also wenn ihr die Abfälle von euren Lebensmitteln nimmt, die haben ungefähr eine viermal bessere Qualität. Und die Sache, mit der wir am meisten hier arbeiten werden, ist Kompost in der Form von Wurzeln. Und die hat nochmal eine zweimal bessere Qualität ungefähr als Kompostbehälter. Genau, und der Kompost, nochmal kurze Beschreibung, verbessert die Bodenstruktur, wir werden Erosion eindämmen, wir können besser Wasser aufnehmen, wir können besser Sauerstoff aufnehmen und ja, die Nährstoffaufnahme der Pflanzen wird einfach viel besser sein. Und genau. Produktion von Kompost, klar, durch Blätter, Gras, Holz, Knochen, natürliche Kleider. Ja, das wisst ihr, denke ich. Bei der Bildung von Kompost, da bilden sich Bakterien und der sogenannte Fungi-Prozess, welcher man messen kann, wenn die Temperatur sich erhöht. Das mal so eine genau, generelle Beschreibung und ganz wichtig, also wenn wir Humus in der Erde haben, auf unserer Erde, ganz, ganz wichtig. Wenn wir viel Humus mit vielen Nährstoffen haben, dann kann die Pflanze, kann die Kombination der Nährstoffe, welche die Pflanze aktuell gerade benötigt, kann sich aussuchen und das dann wählen, um sich zu ernähren. Also unser Ziel wird es immer sein, wir werden immer den Boden ernähren und der Boden ernährt dann uns durch bessere Pflanzen. Das wird immer unser Ziel der gesamten Methode sein.
Genau, also der Humus, der speichert die Nährstoffe in einer aufnehmbaren Form, so dass diese nicht direkt wieder auslaugen. Genau, also ein organischer Boden, das wird unser Schlüssel sein für unsere gesamte Struktur. Und die oberen 20 Zentimeter sollten zwischen 2,5 und 5% gereiften Kompost enthalten. Und das wird ein ganz zentrales Thema sein für unsere gesamte Planung, dass wir den Boden füttern können. Es wird ein Kernelement sein. Und genau. Für erstmal kurz ein bisschen mehr. Und die zwei Hauptelemente für unsere Pflanzen werden Carbon und Nitrogen sein. Mit Nitrogen werden wir sehr viel durch Hülsenfrüchte, Mais, Weizen bekommen oder Alfalfa für Sporenelemente, Carbon, Calcium, Nitrogen, und das ist auch extrem, wird auch sehr wichtig für unsere Planung sein, denn unser Rezept wird das Gewicht sein. Dann müssen wir genau planen, wie viel Gewicht wir ungefähr beim Anbau der Pflanze erhalten und wie viel Carbon, Nitrogen in der Pflanze ist. Und dementsprechend bekommen wir ein Verhältnis ungefähr von Carbon zu Nitrogen, also entweder von 30, 1, 45, 1, 60, 1 für unseren Kompost, und das wird extreme Auswirkungen auch haben. Zum Beispiel ein 30 zu 1 Verhältnis wird den Prozess der Kompostbildung beschleunigen, und ein 60 zu 1 Verhältnis wird länger dauern, aber dafür ist es halt, werden die Nährstoffe länger erhältlich sein. Je nachdem, was euer Ziel ist. Kann auch so machen, dass er zwei verschiedene Kompost aufbaut mit zwei verschiedenen Verhältnissen. Und wir werden immer genau aufpassen, dass wir ein bestimmtes Verhältnis zwischen gereiftem und ungereiftem Kompost haben. Also ungereifter ist grüne Gräser, Hülsenfrüchte, Unkraut, Küchenabfälle, und gereifter wird es sein, sowas wie Heu, Stroh, andere Gemüse, Materialien, genau. Und die minimale Größe von unserem Kompost, das wird ungefähr 1 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter sein. Größer macht aber auch nichts. Ja, genau, und das mal so groß. Wie man jetzt so einen Kompost aufbaut, das genau aufbaut, das kann ich euch auch die Quelle geben, aber das soll hier nicht das Thema sein, es soll hier mehr ein bisschen um das Prinzip gehen. Und hier sehen wir mal kurz ungefähr unsere Ziele, groben Ziele, wie viel Kompost wir brauchen für ein 10 Quadratmeter Beet, was immer unsere Ausgangslage sein wird, weil das einfacher zu berechnen ist. 10 Quadratmeter für ein Beet. Also da werden wir ungefähr mit als Beginner 6,5 Kilogramm gereift und ungereift 40 Kilogramm. Genau. Kompost benötigen. Das mal so ganz, ganz grob zum Thema Kompost. Ich wollte euch nur, da ging es eigentlich nur darum, nochmal kurz zu erinnern, dass Kompost unser Kernelement sein wird für unser gesamtes System. Und genau, das wird die Basis für unser Pflanzenwachstum sein, um die Aufrechterhaltung der Böden. Und genau, aus diesem Grund werden wir auch Lebensmittel anbauen, also Pflanzen anbauen, die nur für unseren Kompost benötigt werden. Da komme ich aber jetzt gleich noch genauer drauf im nächsten Kapitel. Genau. Und zwar das Kapitel 60, 30, 10. Das ist eine grobe Richtlinie. In den Tropen ist es mehr 50, 25, 25.
Aber sagen wir mal so, für Deutschland, USA, 60-30, also so eine grobe Richtlinie. Und die will ich euch jetzt mal auch nochmal erklären. Die 60%, das sind praktisch Pflanzen, die wir benötigen, um um unsere gesamte Bodenstruktur aufrechtzuerhalten bzw. zu verbessern. Also diese 60% sind ziemlich viel, bauen wir nur an für den Boden. Beziehungsweise nicht nur, sondern die haben auch gleichzeitig noch Kalorien. Also sagen wir jetzt mal Mais. Die Maiskolben, die können wir essen für Kalorien. Aber eine Maispflanze hat ja eine große Dichte, also viel Gewicht. Den Rest der Pflanze werden wir benutzen für unseren Kompost, für unsere Bodenstruktur. Das ist ganz, ganz wichtig. Die nächsten 30% unserer Pflanzen, das werden Pflanzen sein, die starken Kalorien sein, also wie Kartoffeln zum Beispiel, die eine hohe Kaloriendichte pro Fläche haben, also damit wir am Ende bei unserer Berechnung auf genug Kalorien kommen. Also wenn wir jetzt nur Salat oder Karotten anbauen würden, Nährstoffe ganz schön nett, aber damit würden wir nicht überleben können. Deswegen brauchen wir was, wo richtig viel Kalorien liefert. Und das Dritte, das werden Pflanzen sein, die einen hohen Gehalt von Vitaminen und Mineralien haben. Weil wir können ja nicht nur Kartoffeln essen, wir wollen auch gesund sein und genug alle Mineralien und Vitaminen uns zuführen, die wir benötigen als Mensch. Also, das werden nährstoffeffiziente Pflanzen sein, die 30% kalorieneffiziente und die 60%, das werden gewichteffiziente, also Pflanzen pro Fläche sein, um unseren Kompost aufzubauen, um unseren Boden zu füttern und der Boden ernährt dann die Menschen danach. Das ist unser 60-30-10 Konzept, was sehr, sehr viel Sinn macht. Meiner Meinung nach. So hätten wir zum Beispiel 24 Beete Getreide für unseren Kompost, für unseren Boden, 12 Beete aus Kartoffeln und anderen kalorienstarken Pflanzen und 4 Beete mit Salaten, rote Beete, also Nährstoff, Karotten, wo man auch gar nicht viel Fläche braucht. Also ihr werdet merken, ihr braucht gar nicht viel Platz, um für Salat anzubauen. Also da kann man auf kleinste Fläche kann man sehr, sehr viel rausholen. Ja, und dann noch mal kurz das A5, das Thema Transplanting, also Vorpflanzen. Und wie ihr hier auf dem Bild seht, wir werden ganz viele solche Holzboxen benötigen, wo wir unsere Pflanzen vorpflanzen. Genau, Pflanzenwachstum im Beet draußen, das braucht natürlich Zeit. Und wir können aber in der Zwischenzeit, können wir außerhalb schon was anpflanzen. Das hat viele Vorteile. Zum einen, wenn ihr jetzt die Samen direkt draußen in die Beete reinpflanzt, dann kann es dann, kommt es sehr oft vor, dass die nicht aufgehen und hat man praktisch Löcher. So, wenn wir jetzt aber mehr Pflanzen vorpflanzen, dann können wir diese Löcher können wir stopfen. Also haben wir das Problem, dass schützen wir gleichzeitig unsere Böden und haben das Problem, dass die Sonne die Böden nicht austrocknet, haben wir direkt wieder vermieden. Kommt auch kein Unkraut, also das wie im zweiten Kapitel enges Pflanzen. Dann werden wir einfacher, wenn, also wenn wir die Pflanze direkt
Da werden wir einfacher unsere Abstände einhalten können. Zu nah ist nicht gut, weil wir dann zu viel Wettstreit um die Nährstoffe haben der Pflanzen. Zu weit weg. Platzverschwendung. Also wir werden immer den perfekten Abstand einhalten können. Viel einfacher. Und auch das Transplanten, also das Verpflanzen, ist auch gut fürs Wachstum, weil die Pflanzen nochmal einen frischen Nährstoffschub bekommen. Also einmal von in der Box haben wir einmal und dann nochmal außen in dem unserem Kompostbeet. Da bekommen die Pflanzen nochmal frischen Nährstoffaufschub. Wir werden auch viel, viel weniger Wasser benutzen, also sehr, sehr viel Wasser sparen, aber da komme ich in einem anderen Kapitel dazu. Und ja, so eine Box sollte ungefähr 7 cm tief sein und eine gute 5 cm breit, 6 cm lang. Das sind so gute Angaben, um in der Praxis gut zu arbeiten. Zu groß wäre auch nicht gut, weil dann muss man teilweise rumtragen, dann ist das ziemlich schwer. Hat man eigentlich, denke ich, ziemlich einsichtige Vorteile, wenn man sich mal so überlegt, die ganz klar dafür sprechen. So.